So, wer kann mit der Sch mit dem Artefakt Alistair könnte was damit anfangen? Throngötze ist nur Kälteresistenz. Geistessucher ist Klugheit. Mentale Widerstandskraft. Ist das nicht eigentlich eher was? Oh. Das geht nur für sie. Dann kriegst du den Throngötzen. Oh. Jetzt haben wir den Throngötzen. Wir haben den Eid des Wächters, der ist besser. Was war noch zu tun? Ach, natürlich. Bevor ich es vergesse, mach uns doch noch mal ein paar Wundumschläge. Was braucht man für einen normalen? Oh, Destillationswirkstoffe. Die können wir kaufen. Kaufen wir bei ihm hier gleich. Willkommen zurück in der Verwöhnung. Diese verwöhnte Prinzessin aber auch immer. So, wo ist das Zeug? Da, er hat leider nur 4 Stück. Aber es macht ja nichts. Dann mach uns mal normale Wundumschläge. Ach so, das braucht auch noch mehr davon. Das braucht zwei, drei Elfenwurzeln sogar. Unglaublich. Da gehe ich jetzt erstmal noch nicht ran an die Truhe. Sie kann, glaube ich, auch noch ein paar Gifte machen, aber passt schon. Guten Larana, Tag. guten Tag. Speichern wir ganz kurz mal. Ich will was probieren. Liebesbrief und ein Silberkelch. Anscheinend ist es erlaubt, das einfach zu nehmen. Wollen wir mal versuchen, Shepard zu bestehlen? Schon unterwegs? Stehen erfolgreich. Was haben wir denn erhalten? Ein Unglücksbringer. Dieses rubinrote Figürchen eines Streitwagens ist der schlimmste Albtraum eines jeden Diebes. Der berüchtigte Beutelschneider Christoph Filippo stahl es dem der holden Dame Zoe, einer orleischen Magierin. Daraufhin verfluchte sie ihn mit dem immerwährenden Pech. Noch schlimmer war, dass er das Figürchen nicht mehr loswerden konnte. Niemand weiß, was aus ihm wurde, aber das Figürchen taucht seitdem immer wieder in den Taschen von Dieben auf, deren Stunde damit geschlagen hat. Wir können es zerstören, wenn wir wollen. Ob man jetzt noch stehlen kann? Willkommen zurück in der verwöhnten Gut, Prinzessin. gut, gut. Ich habe mich doch nur umgesehen. Lasst mich mal wieder durch. Ich frage mich gerade, kann man dann weiterhin noch bestehlen? Ich muss sicher gehen. Ich will jetzt hier keinen Ärger bekommen. Ich will nur gucken. Ja, natürlich. Es geht weiterhin. Und da war ein Tiefenpilz dabei, schwacher Lyriumtrank. Sie kann einfach jedem alles stehlen. Trotzdem Teil. Das heißt, sie ist eine bessere Diebin geworden. Du. Stehlen erfolgreich. Ein ganzer Lebensstein. Das interessiert ihr auch gar nicht, dass ich sie vor, dass ich andere Leute vor ihren Nasen stehle. Wie ihr meint. Yay, mit Silber und allem. Ich weiß nicht, ob das auf unsere Gesinnung geht, falls wir überhaupt welche haben. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht durchgespielt. Ich weiß nicht, ob das am Ende irgendwas noch macht. Aber es wird jedenfalls nichts angezeigt. Das ist normalerweise ein ganz gutes Zeichen. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir Carol bestehlen können. Ah, es ist lustig. Du. Stehen erfolgreich. Was hat er dabei gehabt? Noch eine Elfenwurzel. Jetzt haben wir eine ganze Menge Sachen. Der Unglücksbringer ist immer noch das Beste. Hallo Carol. Ada, ihr wollt doch nicht etwa zum Turm, oder? Ich habe nämlich strikte Befehle, niemanden durchzulassen. Ich bin ein grauer Wächter. Warum? Ich muss zum Turm. Nein. Ich bin ein grauer Wächter, das ist wichtig. Oh, ein grauer Wächter seid ihr. Beweist es. Ich habe hier Dokumente, aber sagen wir erstmal beweisen. Besiegt einige der dunklen Brut. Nur zu. Zeigt, wie ein aufrechter grauer Wächter sich verhält. Grauer Wächter ist keine Aufgabe, die man erfüllt, sondern eine Form des Seins. Ach, was, Wortklauberei. Wie auch immer, ich danke für das Gespräch. Und jetzt geht weiter. Na los.
Können wir da keinen Weg finden? Die dunkeläugige Verführerin da drüben. Der ist es im Turm doch viel zu langweilig. Man fühlt sich hier draußen bisweilen etwas einsam. Ihr könntet sie doch einfach hier bei mir lassen. Oh, wunderbar. Ich hatte schon auf neue Beute gehofft. Beute? Dauert nur einen Moment. Geht ihr doch schon Oh, mal auf das Boot das und macht sie bereitet echt. alles vor. Wir werden selbst rudern müssen. Morrigan. Der Kerl wird Schwierigkeiten mit Armen und Beinen haben. Oder mit seinen Augen, sobald ich mit ihm fertig bin. Ich sollte vielleicht. Großartig, ich spüre seine Angst. Oh, das macht die Liebe umso süßer. Oh Gott. Ihr wolltet also übersetzen, ja? Dann sollten wir nun aufbrechen. Also sofort, jetzt. Dass es so gut funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann kommt mal mit. Ich hätte einfach die Verträge vorzeichnen sollen, aber dieses Lustige war ja jetzt echt, das war es wert. Auf zum Phallus. Wer der Verderbtheit der dunklen Brut nicht erliegt, wird zum Ghul, einem seelenlosen Schatten seiner selbst. Sieht nicht gut aus hier. Und ich will immer zwei Mann auf Posten mit Sicht auf die Türen haben. Ohne meine Genehmigung wird keine Tür geöffnet, ist das klar? Jawohl, Sir. Die Türen sind verrammelt. Wollen Sie die Leute draußen halten oder drin? Jetzt heißt es warten und beten. Ihr seid Gregor, nehme ich an. Wer seid ihr? Carol hatte klare Anweisung, niemanden über den See zu bringen. Wir haben es hier mit einer heiklen Situation zu tun. Ihr müsst gehen, zu eurer eigenen Sicherheit. Nein, die Magier haben eine Verpflichtung gegenüber den Grauen Wächtern. Ich ertrage kaum noch, dass die Grauen Wächter nichts tun, außer Leute für den Kampf gegen die dunkle Brut zu rekrutieren, obgleich es ihr recht ist. Hier findet ihr keine Verbündeten. Die Templer können niemanden entbehren und die Magier sind indisponiert. Offen gestanden, der Turm ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Oh. Abscheulichkeiten und Dämonen machen die Hallen des Turms unsicher. Der Zirkel ist verloren. Der Turm ist gefallen. Dämonen? Braucht ihr Unterstützung im Kampf? Oder wie ist das passiert? Das wissen wir nicht. Wir haben nur Dämonen gesehen, wie sie Templer und Magier gejagt haben. Ich erkannte, dass wir sie nicht besiegen konnten und befahl den Rückzug. Wie kann ich helfen? Ich habe Denerim benachrichtigt und um Verstärkung und das Recht der Auflösung gebeten. Das Recht der Auflösung? Das Recht der Auflösung gibt Templern das Recht, einen Zirkel von Magiern zu beseitigen. Vollständig. Die Magier sind vermutlich bereits tot. Alle verbliebenen Abscheulichkeiten müssen um jeden Preis beseitigt werden. Die Situation ist prekär. Es gibt keine Alternative. Alles im Turm muss zerstört werden, um ihn wieder sicher zu machen. Die Magier sind nicht schutzlos. Einige leben sicher noch. Wenn das so ist, beschützt sie der Erbauer persönlich. Niemand kann diese monströsen Kreaturen überlebt haben. Es schmerzt zu sehr, auf Überlebende zu hoffen und dann nichts zu finden. Wann habt ihr die Nachricht nach Denerim gesandt? Das ist eine gute Frage. Vor einer Weile schon. Und ich bin in Sorge. Der Bürgerkrieg hat so viel Chaos angerichtet. Wurde die Kirche auch darin verwickelt? Ich kann nur raten. Denerim muss unsere Nachricht erhalten haben. Es kann nicht mehr lange dauern. Es gibt für vieles noch immer keinerlei Erklärung. Ja, das stimmt Ich allerdings. möchte auch wissen, was der Auslöser dafür war. Die Menschen da drinnen brauchen Hilfe. Ihr könnt sie nicht im Stich lassen? Nein. Wenn ihr wollt, helfe ich euch. Ich versichere euch, eine Abscheulichkeit ist eine ernstzunehmende Macht. Das ist richtig. Und ihr werdet nicht nur auf eine treffen. Ich muss es versuchen. Es ist das Richtige. Ein Wort der Warnung. Sobald ihr diese Schwelle überschreitet, gibt es kein Zurück mehr.
Die großen Türen müssen verbarrikadiert bleiben. Ich öffne sie erst, wenn ich Beweise dafür habe, dass es sicher ist. Mhm. Ich glaube erst, dass es vorbei ist, wenn der erste Verzauberer vor mir steht und es mir sagt. Wenn Irving gefallen ist, dann ist der Zirkel verloren und muss zerstört werden. Andraste schenke euch ihren Mut, was immer ihr auch entscheidet. Gut. Unser Quest wurde aktualisiert, das ist jetzt auf Englisch plötzlich. Wie gesagt, die Motte ist eigentlich auf Englisch, deswegen war es vielleicht nicht so schlau, sie zu installieren. Aber so ist das halt. Hallo Templer. Sie reißen euch auseinander und fressen euch. Bauer! Los geht's! Eine Schülerkapuze? Ist ja auch nicht schlecht. Hat Morrigan überhaupt was auf dem Kopf? Oh ja, aber da wäre vielleicht so eine Kapuze besser. Sieht ein bisschen lächerlich aus. Naja gut, den können wir nicht ansprechen, aber durch und durch gehen hier. Tada! Meine Wunden! Quartiermeister? Wenn es nur schon vorbei wäre. Wir haben kaum noch Vorräte. Ich weiß nicht, wie lange wir uns noch halten können. Braucht ihr Hilfe? Die Abscheulichkeiten und Dämonen müssen verschwinden, wenn ihr das meint. Wenn ihr was zu verkaufen habt, wäre das womöglich auch hilfreich. Also gut, handeln wir. Nietenbesitzer Lederhelm kann weg. Tongötze auch. Andrulus Segen ist ein bisschen teuer, aber nur so ein bisschen. Holen wir uns den Rest mal. Und hier natürlich auch die ganzen Wundumschläge. Oh, ich wollte eigentlich alle kaufen. Oh, sogar ein starker Lyriumtrank. Die sind doch extrem teuer, aber ich brauche sie so oder so. Also macht das nichts. Buch der Arkaden-Methodik. Ist ein bisschen übertrieben teuer. Dieser Rucksack. Dann beim Kämpfen nicht behindert werden. Oh, automatisch um 10 erhöht. Große Mengen Ausrüstung, aber noch haben wir ja nicht mal annähernd so viel, wie wir tragen könnten. Ach, hier sind so viele Sachen, die ich rein theoretisch mal kaufen müsste. Ich will jetzt nicht so viel Zeit damit verschwenden. Deswegen lassen wir das alles mal. Ich speichere nochmal ab. Sicher ist sicher. Haltet euch vom Turm fern, wenn ich mich recht erinnere, war die Tür abschließen und den Schlüssel wegwerfen immer der Plan B der Templer. Die Magier sind also alle eingesperrt? Mhm. Ein passendes Ende. Hätten sie ihre Freiheit mal nicht aufgegeben. Das ist zu grausam. Ich würde nicht einmal ein Tier einem derart schrecklichen Schicksal überlassen. Gut, dass auch das Bild hängt schief. Alle Bilder hängen hier wahrscheinlich schief. Wir müssen rein. Es bleibt ja keine andere Wahl. Wir brauchen die Magier. Für Radcliffe und für uns selbst. Ja, die glauben, dass wir gleich alle sterben. Diesen Aufbau kennen wir übrigens schon, diesen Kreis von dem anderen Turm. Dem Turm von Ishal. Ui, hier sind eine Menge Sachen. Truhen eines Schülers. Ich erwarte jederzeit Gegner, die wir nicht einfach so sehen. Guck mal, wie viele hier schon tot sind. Unterwegs. Über Leichen. Wächter der Mündung. Ist ein Quest? Das Chaos im Turm hat dazu geführt, dass ein Schüler über etwas sehr Altes, Verborgenes gestolpert ist. Finde alle seine Notizen, um möglicherweise ein Geheimnis des Turms zu enthüllen. Das wäre ganz praktisch. Oh, ein schwacher Liriumtrank. Sehr praktisch. Gut, jetzt müssen wir noch mehr aufpassen. Vielleicht ist der erste Stock auch noch relativ sicher. Waschtisch, Elfenwurzel, sehr gut. Pff, im Dreck ist auch noch eine Elfenwurzel. Natürlich. Es gibt auch nicht genug Elfenwurzeln, die wild wachsen. Wir müssen natürlich noch mehr auf dem Boden rumliegen irgendwo. Noch eine Truhe eines Schülers, was das wohl bedeuten könnte. Einige Tagebuchseiten. Am Ende werden wir das dann alles lesen können. Aber gern. Natürlich wieder ein schwacher Lyriumtrank. Ist hier drin natürlich auch irgendwie logisch. Noch eine Truhe eines Schülers. Na, wenn da mal nicht noch mehr Kodex drin ist. Die Stelle.